Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich bin richtig, richtig hyped. Es ist der Start einer neuen Woche. Ich habe heute schon mein Cardio gemacht, gefrühstückt, gearbeitet. Und jetzt mache ich mich ready, weil wenn ihr euch mal meine Wimpernsituation anschaut, dann ist es relativ notwendig, dass ich mich zumindest ein bisschen schminke, weil hier habe ich gar keine Wimpern mehr. Da habe ich noch ein bisschen Wimpern. Das regeln wir im Laufe der Woche. Aber, was eigentlich viel wichtiger ist, gleich gehe ich zum Bahnhof und hole Johnny ab, denn es ist die Woche vom 16.01.2023 und Jan befindet sich gerade im Flugzeug aus Köln-Bonn nach Vienna und sie bleibt die ganze Woche bei mir bis nächsten Dienstag und wir haben einiges vor. So, ich bin ready und habe mir jetzt noch eine zweite Mahlzeit gemacht, weil wir erst gegen 13 Uhr trainieren werden. Und was haben wir hier? Reis, Pute und ein bisschen Gemüse und ich bin schon wieder hungrig. Es gibt eine gute Portion Ketchup, ihr kennt mich. Never ohne Ketchup. Dann mache ich gleich unsere Pre- und Post-Workout-Meals. Es gibt natürlich Mais-Pudding mit Twisties Plus. Und Leute, ich freue mich einfach so. Ich bin nicht nur hyped, weil wir jetzt die Woche zusammen verbringen und ich einfach ultra John vermisst habe, weil ich sie ultra lange nicht gesehen habe. Alter. Ich habe das letzte Mal gesehen, als sie hier war bei mir. Zur Brust-OP. Kann doch nicht sein. Wann war das? August? Einfach im fucking August. Und natürlich, wir waren die ganze Zeit in Kontakt und so. Aber wir haben uns einfach seitdem nicht mehr gesehen. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ich war einmal bei ihr, aber es war auch nur einmal. Und ich vermisse sie trotzdem. Genau, deswegen freue ich mich sehr auf diese Woche. Und ich freue mich auch sehr auf diese Woche, weil wir am Wochenende ein Bio-Team-Event haben und ganz viele aus unserem Bio-Team nach Wien kommen die Woche. Das wird ultra spannend. Und heute werden wir erstmal zu Michi fahren ins Beintraining. Mit Michi Beine ist richtig geil. Michi hat eine neue Hack-Squat, eine Cybex-Hack-Squat, die ist so nice. Und die werden wir heute testen. Wir werden das Ganze auch für euch mitfilmen, aber das werdet ihr in einem separaten Video sehen. Und mit Johnny gibt es einfach immer viele Abenteuer. Und ich freue mich einfach. Es wird grandios. Und ihr seid dabei. Es gibt natürlich Vario Juicy Plus in American Cookie. Die Bestellung müsste die Tage ankommen. Ich freue mich so sehr auf Natural Vanilla. American Cookie ist auch super lecker. Aber Natural Vanilla Double Chocolate ist unbeatable. So lecker. Das sind die vier Finished Products, Leute. Das ist nicht wunderschön. Wunderschön. Und denkt dran, mit Kurtschutz Bikini bekommt ihr bei ESN.com immer den besten Deal. Vario-Produkte gerne shoppen, Kurtschutz Bikini einlösen. Ihr bekommt zwar keinen Rabatt auf die Vario-Produkte, aber ihr supportet mich und meine Arbeit trotzdem. Und auf die ESN-Produkte gibt es natürlich immer maximalen Rabatt mit meinem Code. Muah. So, wo ist sie jetzt? Wir haben sie gefunden. Hallo. Wir sind auf dem Weg zu Michi, ist eine halbe Weltreise, weil wir müssen nach, ich hab's vergessen, aber wir müssen auf jeden Fall Tulln, Bahnhof, holt uns Mike, unser Kameramann ab, weil wir ja gleich filmen. Und wir haben unser Brü dabei und ich hab schon gut Hunger. Deswegen snack ich jetzt erstmal eine Runde. Ja. War eigentlich nicht geplant to go, aber wird sehr gut. Ja. Wir haben unsere halbe Weltreise beendet und sind jetzt in Grafenwörth angekommen bei Michi. Und was aber jetzt passiert, werdet ihr im nächsten Video. Was ab jetzt passiert, werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Beintraining. Richtig Bock! Good evening! Leute, das Beintraining hat uns so aus dem Leben gehauen. Ich habe es nicht mehr geschafft, diese Kamera hier in die Hand zu nehmen. Das war sehr geil. Wir sind wieder nach Hause gefahren, haben gegessen. Und jetzt ist auch schon irgendwie 7:30. Gleich gibt's Quark, oder? Ja. Gleich gibt's Quark. Und dann gehen wir, denke ich, irgendwann schlafen, weil ich bin schon sehr müde. Bisschen was an Arbeit muss ich noch erledigen. Du auch, ne? Weil wir haben heute irgendwie 6 Stunden mit diesem Training verbracht. Mit An- und Abreise. Deswegen war es ein bisschen nicht so arbeitstechnisch produktiv. Aber der Dreh war natürlich auch Arbeit. Eigentlich bin ich sehr dankbar. Oder wir können sehr dankbar sein, dass wir sowas unsere Arbeit nennen können. Aber andere Dinge werden auch noch erledigt am PC. Wir haben ja, wie gesagt, am Samstag ein Vario-Team-Treffen. Und dafür muss ich noch ein bisschen was organisieren, was so den Content angeht. Darauf freue ich mich. Darauf könnt ihr euch freuen. Und wir sehen uns erstmal morgen. Ciao. Ciao. Wie ist der Vienna-Vibe? Der Vienna-Vibe, ja, von Vienna haben wir noch nicht so viel gesehen. Meine ja, so im Italien. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Unsere Bodybuilding-WG hier. Ja, Mann. Und das Top-Team natürlich. Und den ganzen Aufteil hier. Wir werden morgen sehr viel Zeit verbringen, Hobby. Ja, stimmt. Morgen wird ja nochmal anders viel Zeit im Studio. Morgen wird anders viel Zeit im Studio verbringen. Morning.
Wir haben ein Stündchen länger geschlafen, als wir eigentlich vorhatten. Oder als ich eigentlich vorhatte, uns zu quälen. John passt sich da sehr gefügig an. Wir haben irgendwie noch 2,5 Stunden gequatscht die ganze Zeit. Auf einmal fragt mich John so, Judah, rat mal, wie spät ist es? Ich so, ja, bestimmt 23.30 Uhr. 0.45 Uhr. Und dann sind wir irgendwann, glaube ich, so gegen 1 eingeschlafen. Aber cool, jetzt essen wir Frühstück. Jetzt ist es, ja, gern. Hau rauf. Viel? Ja, hau ich ein bisschen mehr. Ist okay. Ihr wisst, ich bin ein sehr großer Salzaddikt und jetzt breakfasten wir. Dann arbeiten wir ein bisschen und dann geht es später ins Gym. Wir sind schon wieder wild am Preppen hier. Es gibt gleich Food. Ich habe noch einen Call. Und dann haben wir Rücken. Ich freue mich. Und später habe ich noch eine Posingstunde mit einer Olympiathletin, mit der Raja Hill. Das wird auf jeden Fall spannend, weil ich möchte ja, wie ihr wisst, mein Posing verbessern. Und von wem holt man sich Posing-Tipps? Von den Besten der Welt. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie zu meinem Posing sagt. Wird erstmal nur eine halbe Stunde sein. Und danach haben wir beide noch einen Physiothermin. Wir gehen zu Niki. Und wir haben gerade schon gesagt, dass wir beide wieder Hunger haben. Wir haben wieder gefrühstückt. Also eigentlich verrückt, ne? Weil die meisten Menschen essen eigentlich voll wenig. Und wir haben einfach noch 2 Stunden nach so einem fetten Porridge. Wir haben heute auch aufgestockt einfach. Wir waren gestern Abend so motiviert. Und dann meinten wir einfach beide, ja, ich esse halt 70 anstatt 60 und John ist halt 80 anstatt 70. Haben wir einfach die Sonnencreme vergessen. Vergessen? Ja. Kann man doch auch da kaufen, oder? Nie vergessen drauf zu machen. Oder alle schmieren sich mit Zink da ein. Wir sprechen gerade drüber. Wir haben nämlich bald eine Reise geplant. Eine relativ lange Reise, gemeinsam. Und wo es hingehen wird, das werden wir euch noch nicht verraten. Aber es wird sonnig. Wir werden uns nicht verbrennen. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. Off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthy. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Wir essen unser Post und dann habe ich meine Posingstunde und wir laden auf die Storys hoch. Und eigentlich wollte ich vielleicht noch ein bisschen steppen auf dem Laufband, mal schauen, ob wir das noch schaffen. Vielleicht danach oder so, wenn wir die halbe Stunde haben. Auf jeden Fall schon wieder gut hungrig. Wir könnten den ganzen Tag nur essen. Bis dann die Posingstunde, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Normalerweise gebe ich mal Posingstunden. Das Ganze ist auch noch auf Englisch. Ich kann Englisch sprechen, aber es ist immer so, man muss erstmal reinkommen. Aber es ist gut, weil es wieder außerhalb meiner Komfortzone. Und ich werde safe was Neues lernen. Hi! How are you? I'm very good. Nice to meet you. Nice to see you. I'm from Germany, but I actually live in Austria. It's just like, you know, I turned pro pretty quick. At my first show, so it was like, okay, wow, I was thrown in cold water. So, and I did it on my very own. Like, of course, I saw a lot of routines and I tried to teach myself. But I think there are still a lot of things to correct. So yeah, I just wanna get some points of view. What you think? Where I'm at? And yeah, what we should improve. Bisschen. Ja gut. Genau dabei. War voll gut? Ja. Sie hat mich voll, war das nicht, was das stört?
Aber sie meinte voll so, es ist richtig gut und so, ich bin voll im Flow, okay, alles voll clean. Okay. Und ich so, okay, nice. Was hat sie verbessert? Sie hat meine Frontpose verbessert. Ich soll ein bisschen aufrechter stehen. Ja, und dann haben wir ein bisschen nur die Verabschiedung noch gemacht und so. Was hast du da jetzt? Verabschiedung. Eigentlich nur Verabschiedung, dass ich NPC-Verabschiedung finde ich mal ein bisschen schwierig. Ja, so. Weil das sieht schnell immer dann so ein bisschen. Der Wave. Mhm. Gehen wir zur Seite. Und dann drehen wir uns. Und dann machen wir erstmal ein bisschen mehr reingelegt. Hier dürfen wir es nehmen. Und dann sagen wir. Also zweimal. Ja, zweimal. Okay. Ja, aber war cool. War voll nett und sie war cute und ja, war cool. Schön. Ja, bin happy. Schön. Und jetzt gehen wir zum Physio. Ja. Lass uns ein bisschen zerstören. Wer geht denn als erstes? Ich würde danken. Okay. Der Physio hat uns so gekillt. Ich habe leider vergessen, irgendwas zu filmen. Aber Niki hat wieder einen hervorragenden Job gemacht. Beine hat er bearbeitet. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Jetzt sind wir nochmal einkaufen. Wir brauchen noch so ein, zwei Sachen. Unter anderem brauchen wir Datteln. Und Leute, ich habe was herausgefunden. Ich habe herausgefunden, dass die originalen Softdatteln von Seeberger so viel softer sind als die von Billa Plus, von der Marke von Billa Plus. Das Problem ist nur, die kosten 3,39 und die von Billa Plus kosten nämlich 1,99. Aber es lohnt sich halt wirklich sehr, diese Datteln zu kaufen, weil wir haben extrem Dattelverschleiß. Beste Reis ever. Kurzer Zwischenstand, wir haben für 92,77 geshoppt. Eine Tüte, zweite Tüte. Weil wir machen uns jetzt gleich spontan Wraps. Darauf freue ich mich sehr, habe ich richtig Bock drauf. Und vorher gibt es noch einen Ablauf die Hand. Und eine Cola auch. Ich will mal nicht hoch. Ich will jetzt nicht umdrehen. Ja. So Leute, wir haben es. Ich gebe mir total die früheren Vibes hier. Das ist richtig gut. Bin sehr gespannt, habe ich noch nie gegessen. Ich filme uns jetzt mal nicht beim Essen. Für die Ex-Giant 102,4 Gramm Erdnussmus. Exklusive dem, was da am Löffel klebt. Ja, okay. So Leute, es ist Quark-Time. Es ist Porridge-Time gleich und wir schauen uns gleich noch ein schönes Video an. Mal schauen, was die denn zu aussuchen. Ach so, aber was ich auch noch unbedingt drauf machen möchte auf den Quark, ist hier, Marmalade. Die finde ich nämlich mega, die war im Adventskalender drin. Die kannst du so gut verteilen, wie so ein Peanuts-Quiz. Aber wirklich wie ein Peanuts-Quiz. Magst du einmal halten hier? Ja, klar. So. Deckel ab. Ist jetzt schon ein bisschen leer. Ist auch schon ein bisschen dunkel hier, ne? In der Bude. Ja, irgendwie, ich habe auch gemerkt, so, wenn der Clip gerade ein bisschen dunkel ist, tut uns leid, es ist bald Nacht. Guten Appetit. Winterzeit. So, eine Sache, die ich dir sehr empfehlen kann. Mmh, was ist das? Meine Mut mit Dattel. Zwei? Haben wir eine auf dem Schnitt drin? Mmh. Dattel mit Mandelmus. Bester Tweet ever. Bester Tweet ever. Und damit sagen wir gute Nacht. Danke, dass ihr gestern und heute mit uns dabei wart. Ich bin sehr happy, dass Gianni bei mir ist. Waren zwei coole Tage. Gianni ist auch happy, dass sie da ist. Und morgen wird cool, weil morgen machen wir eine Touri-Tour, eine West-Day-Action und eine Food-Tour. Stay tuned. Bis morgen. Bye. Abo da lassen, liken, kommentieren. Und mit Gruß, Gian. Und Juts Bikini bei ASN shoppen. Thank you.